Kommen wir nach den psychologischen Wirkungen zu den Verhaltenswirkungen beim Nachfrager. Aus den dargestellten psychologischen Wirkungen ergeben sich im Idealfall Verhaltenskonsequenzen in Form von Kundenbindung und Mund-zu-Mund-Kommunikation. Als Kundenbindung werden sämtliche psychologischen Bewusstseinsprozesse bzw. beobachtbaren Verhaltensweisen eines Kunden verstanden, in denen sich die intentionale oder faktische Erhaltung bzw. Intensivierung einer Beziehung zum Unternehmen aufgrund von bestimmten Bindungsursachen manifestiert. Die Bedeutung der Kundenbindung im Relationship Marketing wird bei Betrachtung des idealtypischen Kundenbeziehungszyklus ersichtlich. Danach ist das Ziel des Relationship Marketing, Kundenbeziehungen nicht nur aufzubauen, sondern im Zeitverlauf vor allem auch zu intensivieren. Durch eine beziehungserhaltende Kundenbindung wird eine Art Beziehungssockel geschaffen, der Aufrechterhaltung der Kundenbeziehung zum Ausdruck bringt. Darauf aufbauend ist eine beziehungsintensivierende Kundenbindung, beispielsweise in Form von Cross- und Upselling-Aktivitäten zu realisieren. Auf diese Weise kann ein Ansteigen der Beziehungszykluskurve erreicht werden. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass nur eine Bindung von profitablen Kunden zu den erhofften Erfolgswirkungen führt. Kundenbindungsmaßnahmen können ineffizient werden, wenn sie undifferenziert auf den gesamten Kundenstamm angewandt werden, und folglich ist es auch eine Aufgabe des Relationship Marketings, jene Kundenbeziehungen zu identifizieren, die durch Kundenbindungsmaßnahmen aufrechtzuerhalten sind. Anhand der Definition werden vier Gegenstandsbereiche der Kundenbindung ersichtlich. Der Verhaltensbezug, der Grad der Verhaltenskonkretisierung, die Ursachen der Kundenbindung sowie der Grad der Beziehungsmodifikation. Wenden wir uns zuerst dem Verhaltensbezug zu. Im Hinblick auf den Grad des Verhaltensbezugs werden drei Dimensionen der Kundenbindung unterschieden. Einerseits die kognitive Dimension. Diese Dimension besteht beispielsweise in der rationalen Wahrnehmung der fachlichen Kompetenz eines Dienstleistungsberaters. Die affektive Dimension. Die affektive Dimension schlägt sich zum Beispiel in Sympathie gegenüber dem Kundenkontaktmitarbeiter nieder. Und die konnative Dimension, diese dritte Dimension, weist den stärksten Verhaltensbezug auf und zeigt sich beispielsweise in konkreter Wiederkaufsabsicht. Betrachtet man nun ausschließlich die konnative Dimension, handelt es sich um eine Kundenbindung im engeren Sinne. Wird auch die kognitive und affektive Dimension einbezogen, spricht man von Kundenbindung im weiteren Sinne. Im zweiten Schritt wollen wir den Grad der Verhaltenskonkretisierung untersuchen. Im Hinblick auf den Grad der Verhaltenskonkretisierung als zweiten Gegenstandsbereich der Kundenbindung lassen sich eine intentionale und eine faktische Kundenbindung differenzieren. Die intentionale Kundenbindung betrifft Verhaltensabsichten des Kunden, wie zum Beispiel die Wiederkaufabsicht oder die Cross-Buying-Absicht oder die Weiterempfehlungsabsicht oder die Preistoleranzabsicht. Dahingegen kommt der faktischen Kundenbindung durch tatsächliches Verhalten des Kunden zum Ausdruck. Als dritter Gegenstandsbereich gilt es, die Ursachen der Kundenbindung zu untersuchen. Bezüglich dieses dritten Gegenstandsbereiches, den Ursachen der Kundenbeziehung, lassen sich Kundenbindung durch Gebundenheit und Kundenbindung durch Verbundenheit differenzieren, die beide zu einer Risikominimierung aus Kundensicht beitragen. Dabei werden freiwillige und unfreiwillige Bindungsursachen unterschieden. Gebundenheit bezeichnet einen mehr oder weniger unfreiwilligen Bindungszustand für einen bestimmten Zeitraum fixiert ist,
Auch wenn der Kunde in diesem Zustand in der Regel freiwillig eintritt, ist er innerhalb dieses Zeitraumes aufgrund von bestimmten Parametern, wie zum Beispiel einem Vertrag, in seiner Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der Nutzung von Leistungen des entsprechenden Anbieters eingeschränkt. Es existieren drei Formen der Gebundenheit, nämlich die vertragliche Gebundenheit, die technisch-funktionale Gebundenheit und die ökonomische Gebundenheit. Die Gebundenheit des Kunden wirkt sich direkt auf das Wiederwahlverhalten aus. Unabhängig von der Gebundenheit kann Verbundenheit entstehen, die einen Bindungszustand aufgrund psychologischer Ursachen beschreibt und auf Größen wie Vertrauen, positive Einstellung gegenüber dem Unternehmen etc. zurückzuführen sind. Über Verbundenheit wird eine freiwillige Kundenbindung hervorgerufen, die auf eine vom Kunden wahrgenommenen Vorteilhaftigkeit der Beziehung zum Unternehmen im Vergleich zur Nichtexistenz dieser Beziehung und/oder Beziehung zu anderen Unternehmen zurückzuführen ist. Last but not least geht es um den Grad der Beziehungsmodifikation. Schließlich gibt der Grad der Beziehungsmodifikation als letzter der genannten Gegenstandsbereiche die Kundenbindung an, ob die Kundenbindung eine Erhaltung oder Intensivierung der Beziehung betrifft. Bei beziehungserhaltenden Kundenbindung steht die Wiederwahl der durch den Kunden bereits genutzten Leistungen im gleichen Umfang im Vordergrund. Bei der beziehungsintensivierenden Kundenbindung wird die Beziehung dagegen durch den Kunden ausgeweitet. Hinsichtlich einer Abhängigkeit der beiden Ausprägungen stellt die erhaltende Kundenbindung eine notwendige Voraussetzung der intensivierenden Kundenbindung dar. Ein wesentlicher und daher hervorzuhebender Bestandteil des Konstrukts Kundenbindung ist das Kommunikationsverhalten des Kunden in Form von Mund-zu-Mund-Kommunikation. Die Bedeutung dieses Verhaltens für das Relationship-Marketing ergibt sich aus der Annahme, dass hinter positiver Mund-zu-Mund-Kommunikation eine positive Einstellung des Kunden zu vermuten ist. Und er nicht nur durch Wechselbarrieren gebunden, sondern dem Unternehmen tatsächlich verbunden ist. Kunden, die nicht nur ihre Beziehung zum Unternehmen aufrechterhalten oder intensivieren, sondern das Unternehmen darüber hinaus an Freunde, Bekannte, Kollegen weiterempfehlen, stellen demnach besonders loyale Kunden dar. Eine entsprechende Kundenprofitabilität vorausgesetzt, ist es ein zentrales Ziel des Relationship Marketings, Kundenbeziehungen derart aufzubauen, dass dieser hohe Grad an Kundenloyalität erreicht wird. Der Begriff Mund-zu-Mund-Kommunikation enthält dabei eine Wertung bezüglich des kommunizierten Inhaltes. Dagegen implizieren die Begriffe Weiterempfehlung und Kaufwarnung ein positives respektive negatives Urteil über das Bezugsobjekt. Die Mund-zu-Mund-Kommunikation wird entsprechend als negative, neutrale oder positive Äußerung eines Kunden über objektiv oder subjektiv wahrgenommene Merkmale eines Bezugsobjektes definiert. Als Bezugsobjekte der Mund-zu-Mund-Kommunikation kommen grundsätzlich die Leistung oder die Marke oder auch einzelne Aktivitäten des Unternehmens, zum Beispiel eine bestimmte Werbekampagne, in Frage. Im Hinblick auf das Relationship Marketing ist zudem auch die Beziehungsfähigkeit des Unternehmens ein mögliches Bezugsobjekt. Bei der Mund-zu-Mund-Kommunikation handelt es sich um ein Phänomen, das ebenso wie aktive, direkte Marketingaktivitäten eine Verhaltenswirkung bei den Adressaten zur Folge haben kann. Mund-zu-Mund-Kommunikation ist ein Kommunikationsprozess, dessen Träger nicht das Unternehmen selbst, sondern seine Kunden sind. Während ein Unternehmen mit seinen Marketingaktivitäten, zum Beispiel der Unternehmenskommunikation,
die Steuerung bestimmter Zielgrößen des Adressaten verfolgt, liegt der Mund-zu-Mund-Kommunikation nicht zwingenderweise eine Zweckorientierung zugrunde. Ein Unternehmen, das mit aktuellen oder potenziellen Kunden kommuniziert, hat eine Steigerung von kognitiven, affektiven und konnotativen Zielgrößen beim Adressaten der Kommunikation im Auge, über die schlussendlich eine positive Beeinflussung ökonomischer Zielgrößen angestrebt wird. Bezieht sich die Mund-zu-Mund-Kommunikation eines Kunden mit seinen Kommunikationspartnern auf ein Unternehmen oder dessen Leistungen, so verfolgt der Kommunikator nicht oder zumeist höchstens unbewusst das Ziel, die unternehmensbezogenen Verhaltensweisen seiner Kommunikationspartner zu beeinflussen. Dagegen sind die tatsächlichen Ziele hinter Weiterempfehlungen häufig psychologisch motiviert und auf den Kommunikator selbst bezogen. Die Weiterempfehlung dient dann beispielsweise dem Abbau kognitiver Dissonanzen oder der Selbstdarstellung des Empfehlenden. Eine weitere mögliche selbstbezogene Motivation zu Weiterempfehlungen sind aber auch monetäre Anreize, die viele Unternehmen ihren Kunden im Rahmen von Kundenwerben-Kundenmaßnahmen anbieten. Solche Maßnahmen bergen allerdings die Gefahr eines Glaubwürdigkeitsverlustes der Weiterempfehlung. Auf Basis der dargestellten Erkenntnisse bezüglich einer Kundenbeziehung aus Nachfragersicht können nun in der Folge die Konsequenzen für die Anbieter und den Managementprozess dargestellt werden.